wie nach Alphabet. Unsere wie nach Alphabet, das ist eine Reise von A bis Z durch die Stadt, die man eine Perle Europas nennt. Folgen Sie uns und willkommen in Wien. A. Die Albertina. Die Albertina zählt zu den bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt. Als grafische Sammlung Albertina begründet, hat das Museum heute zahlreiche und vielseitige Sammlungsschwerpunkte. Die Schausammlung, die grafische Sammlung, die Fotosammlung, die Architektursammlung. B. Wiener Ball. Nirgendwo sonst sind Bälle so romantisch feierlich wie in Wien. Diese Tradition berauscht Einheimische und Gäste weit über eine Nacht hinaus und erfüllt die Stadt mit festlichem Flair. C. Cafés. Cafés nennt man öfter in Wien Kaffeehäuser. Die Wiener Kaffeehäuser sind viel mehr als nur einfache Cafés. Sie sind Genusstempel, Orte der Geselligkeit und nicht zuletzt Kulturstätten. Seit November 2011 sind sie zudem Weltkulturerbe der UNESCO. Kaffeehäuser gehören untrennbar zum Wiener Stadtbild. Sie sind gelebte Tradition und Touristenmagneten. In ihnen werden Geschäfte gemacht, Liebesschaften angebahnt und Romane geschrieben. All das meinen die Wiener, wenn sie auf einen Kaffee gehen sagen. D. Dom. Der Stephansdom ist das Wahrzeichen Wiens. Im 12. Jahrhundert wurde mit dem Bau begonnen. Heute ist er das bedeutendste gotische Bauwerk Österreichs. Der Stephansdom ist 107 Meter lang und 34 Meter breit. Er besitzt 4 Türme. Der höchste ist der Südturm mit 136 Meter. Über 343 Stufen gelangt man in die Türmerstube, von der aus man einen gigantischen Ausblick über Wien hat. Ein Besuch des Stephansdoms ist ein Muss für jeden Wien-Besucher. E. Einkaufen in Wien. In der Altstadt rund um Kärntnerstraße, Graben und Kohlmarkt ballen sich Nobelläden, Juweliere und Parfümerien. Wiens hipste Einkaufsgegend ist die Marie-Hilfer-Straße und die kleinen Gassen rundherum. Hier locken hunderte Geschäfte mit Mode, Schmuck und Accessoires. F. Fiaker. Neben den modernen Transportmitteln kann man in Wien auch Pferdedroschken sehen. Solche Kutschen heißen Fiaker. Sie sind eine der Wiener Sehenswürdigkeiten. Sie gehören zu Wien wie der Stephansdom und Kaffeehäuser. Eine Fahrt mit einer der zwei spänigen Kutschen gehört zum Höhepunkt vieler Touristen. Einen gemütlicheren Weg, die Schönheiten Wiens zu erkunden, gibt es fast nicht. Der Kutscher hat eine traditionelle Bekleidung, ein einfarbiges Hemd mit einem Gilet, eine Melone und Mascherl oder Krawatte.